Tasche. Oh, Raketenwerfer. Ja. Okay, so setzt man den ein, nett. Im Prinzip tut man hier die Waffen bekommen, die man auch im Multiplayer spielen kann. Ey, da ist eine Spinne. Was hoch? Da ist eine vorbeigekrochen gerade. Ich muss eine Granate drauf. Oder einen Raketenwerfer drauf schießen. Ja, ne, ich kann die Vögel jetzt noch effektiver töten. Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Oh, das ist ein harter Kampf, das Ding zurückzuerobern. Wo ist das? Oh, Blendgranate und Schild. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Und dann lassen wir die Rebellen. Kann ich mal eine andere wieder nehmen? Achso, da sind die Karten, okay. Ach ja, so ein Ding, okay. Ja, ich hab die Karten. Schützt ihn mit einem tragbaren Deflektorschild vor Blastern. Das neue nehmen wir uns mal. Oh. Störung, ein modifizierter. Wie kann ich denn die ändern? Muss ich immer so eine Karte ausrüsten? Muss auf da den leeren Platz da gehen und dann ja, kannst du die Karte ausrüsten. Ja. Ich nehme mal eine Blendgranate. Schild. Störung. Ich habe jetzt nochmal Frontkämpfer ausgerüstet. Gegnerische Waffen über Hits, Sprengsätze entschärfen, kurzzeitig Geschütze deaktiviert. Deflektorschild. Okay, Scan benutze ich jetzt irgendwie nicht so oft. So, ich habe jetzt Blendgranate, Schild und Impulskanone. Ja, das ist gut. Ich habe den Raketenwerfer, die Schrotflinte und Schild. Ja, und die halt Kontaktgranate. Ich weiß nicht, warum ich die Sniper jetzt hier mitgenommen habe, aber lassen wir das. Ich habe die wieder liegen lassen, also. Oh, ich laufe mal damit rum. Wäre der perfekte Sniper. Oh, da ist ein AT-ST. War das halt nicht da, wo ich Dings gemacht habe? Was? Dieser eine Capture the Flag Modus oder irgendwie so? Nee. So, ja. Das ist nicht danach aus, Daniel. Du hast auf Naboo gespielt, das hier ist Endor. Das sind zwei verschiedene Planeten. Auf dem einen geht's leer und hier gibt's ja, Evox. Ah, dafür brauchen wir also den Raketenwerfer, ja, das macht Sinn. Soll ich die abknallen oder nicht? Was ist das denn hier? Was ist denn das für eine Frage? Soll ich die abknallen oder nicht? Wenn sie Rebellen sind, auf jeden Fall. Ja, gehen wir mal ins Sniper wieder. Hey, wer sieht mich da? Oh Gott, macht das Schaden, oh Gott. Wir haben ATST, ich habe einen Raketenwerfer. Oh, der ist nicht tot. Verdammt. Ich habe ihn auch gerade. Bist du gestorben? Ja. Hoffentlich. Ich habe gerade den ATST gekillt. Diese Waffe bringt überhaupt nichts. Die Sniper oder was? Nee. Weiß ich nicht. Das fand ich auf meine rechte Fähigkeit. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Verdammt, die hat daneben getroffen. Blendgranate. Oh fuck. Die ist an den Baum gefallen. Schild. Ich hab hier so ein paar Probleme. Okay, nochmal. So, sehr gut. Verstehe irgendwie die rechte Fähigkeit nicht so. Bitch. Beschützt mich! Rebellen neutralisiert. Fuck, bro! Scout-Läufer am Boden. Wiederhole. Ich bin getötet. Trotz überlegener Feuerkraft haben die Rebellen. Ich fahre jetzt Aufzug. Was wollen die? Die können mich mal. Die wollen unsere Teiljäger.
Detailjäger, die größte Scheiße im Universum. Sucht euch eigene Schiffe. Wir müssen ja noch jemand am Leben. Okay. Okay, wenn ihr den Offizier tötet, stirbt auch das Geschütz. Das ist interessant. Das ist, glaube ich, im Multiplayer nicht so. Rebellen neutralisiert. Die Plattform gehört uns. Zu den Lüften. Wir treffen uns oben bei den Teiljägern. Jetzt fahr ich mal. Ich glaube, ich bin ein bisschen schlechter als du in dem Spiel. Weiß ich nicht, ich bin schon ein paar Mal gestorben, ey. Ich hab jetzt schon dreimal, das ist nicht sehr gut, ey, dabei der das noch normal ist. Und der Feuerschutz abrücken. Ich freue mich drauf. Da oben geht's zur Sache. Ja, hier geht's zur Sache. Wo sind die denn überall? Ich hätte vielleicht nicht die Scan-Fähigkeit loswerden sollen, jetzt weiß ich nämlich nicht, wo die alle sind, ey. Oh Gott. Der ist hinter einem verdammten Gelände, wie kann ich den nicht treffen? Ab in den Kaider. Korb ist bereit machen. Ja, Commander. Also mein Kollege, der läuft einfach da so den Teiljäger rein. Wenn er nicht, obwohl er noch drei für Leute sind. Ja klar, warum nicht? Oh Gott. Bin schon wieder geblendet worden. Und noch Nate. Wofür haben wir eigentlich die Akademie abgeschlossen, wenn wir nicht wissen, wie man rollt, ey? Sniper gegen den Sniper ausquetschen. Oh, Daniel, du bist ja ein richtiger Held. Ich verteile dir gerade Head. Agent Nico, das ist Ihr Teiljäger. Oh, du Eierhelm, halt die Schnauze. Aber ich hasse das, wie die Rebellen aussehen mit ihren komischen Eierhelmen, ey. Das ist so richtig schwul, ey. Oh, ich habe alle getötet. Ich schnapp mir jetzt einen TIE Fighter und verpiss mich. Jetzt, da ich alle getötet habe, kann ich besser schlafen. Da rein. Schon da rein. Ja, genau, ist du. Du bekommst in Elder Scrolls Online einen kostenlosen Begleiter. Ja. Sind Sie noch da, Commander? Ja, im Moment gerade ist so eine kleine Schlange mit Flügeln. Okay. Ist schon ein friedlicher Begleiter. Da kommt ja wieder ein neues DLC. Jetzt fliege ich zum ersten Mal. Oh Gott, da will ich gar nicht. Das sind die Leute übelst am loben, weil das irgendwie gut ist, die Steuerung. Ich habe irgendwie gesehen, der Daniel wieder am Fliegen ist, ey. Voll, oh Gott, ist das scheiße. Ja, das ist auch. Ich finde das ein bisschen dämlich, in der Stadt Naboo in Seed da rumzufliegen. Ja, ich bin in den Palast, glaube ich, reingecrashed. Ja, du hast ja, glaube ich, einen Arwing oder einen Bullshit-Wing benutzt, ey. Das finde ich ein bisschen blöd, in Seed da zu fliegen, ganz ehrlich, ey. Da würde ich lieber auf dem Boden kämpfen. Wir wollten ihnen Angst machen, aber sie sind nur wütend. Ich finde das immer noch sehr komisch. Es heißt, Rebellion fußen ausschließlich auf Hass. Das hat ich schieße gerade auf meinen Teamkollegen. Warum ist der eigentlich am Brennen? Das Imperium wird sich anpassen. So wie nach das ist voll sensibel irgendwie, finde ich. Ja, das finden die Leute gut. Ich werde so oft sterben. Commander, wir haben ein Problem. Wir sind ja noch nicht mal Gegner da, nein, bleib mal. Todessterns hat die Korpus beschädigt. Triebwerke ausgefallen. Reparatur läuft. Oh Gott, aber das wird wenig. Ich spiel gerade mit einer Hand. Ich setze gerade meinen Boost rein, ich hab voll Panik. Ja, ne, wie machst du das überhaupt? Okay, da sind ja wieder Fähigkeiten. Für die jetzt noch nicht einzeln. Das habe ich gerade aktiviert. Ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Ich weiß nicht, was für eine Fähigkeit ich gerade aktiviert habe. Okay, das ist der Boost. Okay, okay. Sternzerstörer des Admirals. Die Schnitter befindet sich ja, der X-Wing ist gerade voll in den TIE Fighter reingeflogen. Wenigstens ist Hast nicht allein auf der Corvus. Vielleicht schaffen wir es doch noch leben. Oh, das ist die Corvus. Die sieht geil aus. Aber geil aus hier. Ganzen Trümmern. Ja, übelst, Alter. Zieh dir jetzt mal rein, ey.
Also wie ein TIE Fighter, das Ding keine Schilde. Agent Hast, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Also, ich glaube nicht, dass TIE Fighter oder Raumschiffe so überhitzen können mit ihrem Schuss. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander Jäger im Anflug. Oh Gott. Hat's auch gesehen, es ist jetzt viel schwieriger, jemanden zu töten im Weltraum, weil die Zielanvisierung nicht mehr so stark ist. Du musst hier schon genauer zielen, um zu treffen. Also es war im ersten Battlefront leichter zu treffen. Ja, was macht die Fähigkeit? Ah, dein... Oh Gott, jetzt wäre ich beinahe irgendwo reingeflogen. Meinst du deine obere, wenn du... Ja, die rechte. Ja, die obere. Das weiß ich irgendwie. Die obere aktiviert sozusagen einen ganz starken Laserschall, also du schießt dann Rapidfeuer praktisch. Die Bomber starten ihren Angriff. Das rechte weiß ich auch nicht, das ist ganz ehrlich. Oh Gott, ey, ich verliere gerade ein bisschen die Kontrolle. Aber ich glaube, das ist Heilfähigkeit, das rechte, Daniel. Wäre meine nächste Frage, wo ist unser HP? ich habe auch keine Frage. Wir sind unsterblich. Hack, Statusbericht. Rest hat ihr Y-Wing Pisser. Alter, bei mir nimmt das Ding voll viel Schaden. Ich bin voll schlecht, ey. Nico, wir schalten die okay, so viel nun auch wieder nicht, aber... Bom. Ey, das, Daniel, TIE Fighter ist ja nicht mal ein schneller Flieger. Es gibt noch schneller im Spiel. Wie ein Arwing oder so. Die sind schnell, Daniel. Versuch die ja abzuknallen, fahr hier beinahe in den rein, ey. Ich direkt hinter den mal. Ja, ich hab den auch gerade gerammt, ey. Konzentriere Feuer. Ach Gott, ey. Ja, ich merke auch gerade, wir sind ein bisschen zu schnell. Was ganz schwer sein soll, ist irgendwie das Ausweichen von Raketen. Das ist gut. Ich hab. Du konntest einfach nur eine Ausweichrolle machen und dann war bist du ausgewichen. Ja, aber das ist auch scheiße, wenn du unter Raketenfeuer stehst, es soll sehr schwer sein, einer Rakete zu entkommen. Ey. Manche tun einfach nur random hin und her, weiß ich nicht, rumfliegen, um dem zu entkommen. Ey. Commander Versio, befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug und kommen Sie dann auf die Schnitter. Sir? Geheimbefehle, Commander. Ich weise Sie persönlich. Okay, das ist merkwürdig. Warum zum Teufel? Da fliegt so ein Wrackteil und das hat irgendwie den Namen Dell, also einer deiner Teamkollegen. Okay. Weil. Schlacht von Endor. Abgeschlossen. Ich glaube, wenn wir in der Kampagne irgendwann abschließen, dann bekommen wir auch Belohnung für Multiplayer, ne? Das weiß ich nicht. Das kann gut sein. Asche.